Hallo, herzlich willkommen bei Zeit für den Wandel. Ich bin heute hier unterwegs bei der Aktionswoche Stopp Airbase Rammstein in Kaiserslautern. Neben mir Rainer Mausfeld, Professor für Allgemeine Psychologie an der Universität in Kiel. Er hat eben einen sehr spannenden Vortrag gehalten. Das war Staatsräson contra Völkerrecht. Sind wir auf dem Weg in den ewigen Krieg? Und jetzt habe ich eine Frage an Sie, Herr Mausfeld. Und zwar, was ist Ihrer Meinung nach die Aufgabe der Wissenschaft angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Demokratie und Frieden? Schwierig zu beantworten. Wissenschaft zu betreiben ist im Grunde wie Kunst, ist eine Befähigung des menschlichen Geistes. Wir stellen Fragen. Wissenschaft bedeutet, ich stelle Fragen, die mich eigentlich nichts angehen. Das ist die theoretische Neugierde. Ich möchte wissen, wie die Natur funktioniert, wie der Geist funktioniert. Wissenschaft betreiben zu können, ist eine Kapazität unseres Geistes, so ähnlich wie Kunst. Die Frage, die Sie wahrscheinlich, wo Sie eher darauf zielen, ist, wie sollte man Wissenschaft in einer menschenwürdigen Gesellschaft betreiben? Wissenschaft hat ja ein paar schöne Keime, nämlich die Suche nach der Wahrheit. Die Suche nach der Wahrheit und die Ermöglichung von Lebensformen, die wir menschenwürdig finden. Das heißt, Wissenschaft sollte der Wahrheit verpflichtet sein. Das bedeutet insbesondere, die große Gefahr der Wissenschaft haben wir in der Physik, Entwicklung der Atomspaltung genauso. Wissenschaft darf sich nicht mit der Macht verbünden, weil man sonst eine Kombination erhält, die die Macht nochmal massiv verstärkt. Also die Frage ist, und das gilt für Psychologie, für Physik, für alle Wissenschaften, Wissenschaft sollte eigentlich immer kritisch sein. Denn Wissenschaft hat die Instrumente, Ideologiekritik zu betreiben, Konzepte zu hinterfragen, Weltbilder zu hinterfragen und so weiter. Diese Mittel sollte Wissenschaft einsetzen. Und die angewandte Wissenschaft, das lässt sich leichter beantworten, sollte im Dienste sein, eine menschenwürdige Gesellschaft und nicht im Dienste derjenigen sein, die die Macht haben. Schwierige Fragen, aber gibt keine allgemein einfachen Antworten. Vielen Dank.